Siegfried, der Drachentrainer. Hier gab es aber nur Dragoran, deswegen wird da wahrscheinlich jetzt also irgendwie so ein Mischmasch kommen. Gehe ich mal stark von aus. Yo, da ist nämlich nicht mal ein Dragoran dabei. Boah, Relax und Kangama. Boah, diesen ging gar nicht. Das Kangama geht gar nicht. Mit Erdbeben, nämlich. Okay. Gar nicht so einfach. Was setze ich hier ein? Oh, es ist echt eine schwierige Frage. Relaxe mit Erholung können, da bin ich mir ziemlich sicher. Sakani. Ist auch nicht zu unterschätzen, genauso bin ich wie das Electek. Jetzt sind alle schnelle Pokémon, bis auf das Relaxo. Obwohl Lapras ist auch nicht gerade schnell. Also wäre mir schon schön, wenn der Lapras einsetzen würde. Ich tippe mal, dass Arcani, Relaxo und Kangama physisch sind und Lapras, Glurak, Electek speziell sind. Obwohl, Arcani kannst du auch hier speziell noch spielen, genauso wie Glurak. Das ist das große Problem. Du kannst aber in meinen Augen kein Kangama speziell spielen oder Relaxo erst recht nicht. Das ist das große Problem. Satzenia bringt mir hier fast gar nichts in meiner Strategieplanung, weil dafür brauche ich Zeit und ich habe nie Zeit. Ich habe nie Zeit, mich zu pushen, es sei denn, ich weiß, dass es da einen Gegner halt gibt, bei dem ich das machen kann. Werde ich mit dir beginnen. Donnerblitz, du triffst halt nicht viel, du triffst nur viel neutral und ziehst kaum was ab. Das ist mein Problem gerade. Glurak wird hier viel reißen gegen Arcani, Electek und... Aber wird es schwach aussehen gegen Lapras. Aber der Innet ist ja von Glurak echt der Beste. Ja, da spielst du wirklich in der spielst in der oberen Liga mit. Boah, ich nehme dich und dich mit. Ich muss bei dem testen, echt, was der hat. Das Ende naht. Ja, genau. Das Ende naht, richtig. Weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Das Relaxo. Das ist gerade mein Problem. Okay. Es verbessert seine Spezialattacke. Okay. Ein sehr rasanter. Okay, plus 1 ist der jetzt. Der kann Amnesie. Ein guter Treffer. Oder mit bis zu einer. Gefährlichen Gegner. Scheiße! Richtige Scheiße! Was geht ab? Ja, ein Treffer! Amnesie! Aber was greifst du an? Es verbessert noch immer seinen Status. Mit was greift er gleich an? Intensiver. Versuch ihn jetzt einzufrieren. Jetzt poche ich echt auf mein Glück gerade, dass das wirkt. Aber er greift mich dann physisch an. Ein kraftvoller Angriff. Ein böser Treffer. 80. 20, ja. Ein wahres Spannungsfeuer. Okay, erhöht mit einfach nur seine Verteidigung eigentlich. Seine spezielle. Das war ein Wunderpunkt. Da kommt mir eigentlich sehr gelegen. Es reicht aber nicht. Ja, aber dich nehme ich mit, Relaxo, dich nehme ich mit. Welches Pokémon ist nun an der Reihe?
Dich nehme ich mit. Moment, Moment, Moment. Moment, ich bin gerade am Überleben. Hau ich den jetzt wirklich bewusst K.O.? Hau ich den jetzt wirklich bewusst K.O. oder nicht? Der wird eine Erholung können, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich darf auch kein... Der Trainer hat keinen Befehl erteilt. Ja, Mann, das ist gerade... Ah, beschissen. Ich könnte mich nämlich auch boosten. Ich mach die Strategie. Ich hoffe, dass der auf Erholung drückt. Und nicht auf den Server. Dann habe ich verkackt. Finale! Das war das große Finale! Wow. Ah, ich jetzt ihn vernichtet. Ja, Mann! Ich habe halt keine Erholung und nicht Finale. Mann. Ja, mal gucken, wie viel das noch rausreißen kann hier. Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade richtig. Okay. Das kann auch so oder so wieder gespielt werden. Ach du Kacke, ne. Ich hab ein Problem. Ich hab ein dickes Problem. Ich hab ein Problem und das heißt Schlitzer. Ich hab ein Problem. Er zieht mir auch mehr ab als die Hälfte. Das ist das Schlechte daran. Das ist gerade mein Problem. Es regeneriert Kraftpunkte. Ja, ja. Das ist mein Problem. Ah, die Paralyse wirkt aber auch nicht. Das ist auch so ein Problem mal wieder. Ich kann es nur noch gewinnen, wenn die Paralyse wirkt. Es regeneriert Kraftpunkte. Ja, aber nicht genug. Natürlich nicht. Was ist das? 77. Einmal kann ich es noch ausreizen. Aber ich greife jetzt an. Bei dem Crit könnte ich hier die Nachteile ziehen. Reicht nicht mal für ein Two-Hit. Yes! Nee, ich muss weiterhin hoffen, dass er paralysiert ist. Weil irgendwann sind meine Weicheier vorbei. Okay. Es kann sich nicht rühren. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ich hätte auch auf Weichei drücken können, aber ich hoffe auf den Quit, ganz einfach. Nein, schade. Ich muss auf die Paralyse wieder hoffen. Oh, ich hasse auf sowas zu hoffen. Ich muss hoffen, sonst geht das Genera drauf. Ein Feu... Das ist eine Einladung. Das war nice von dir, Glurak. Das fand ich jetzt sehr nice. 5 Weicheier hätte ich noch. Okay. Ja, war klar. Was ist das? Das war eine Schwachstelle. Boah. Wenn der noch eine Paralyse noch, bitte gib mir noch eine Paralyse. Eine jetzt, verdammt nochmal.
Ja. Es regeneriert Kraftpunkte. Ich weiß nämlich nicht, was er als drittes hat. Oh, immer noch nicht. Was passiert jetzt? Die Attacke geht auch nicht daneben. Die Attacke geht auch nicht daneben und das ist immer der Scheiße gerade. Oh, zwei habe ich noch. Es ist nicht die Welt, wenn das letzte wirklich noch ein Problemfall werden kann. Sei paralysiert, bitte. Yes! Jetzt bist du down, Glurak. Es ist vollständig paralysiert. Der Kampf wird immer intensiver. Okay, also Chanera rettet hier nochmal meinen Arsch. Auf Tun und Blasen, ey, aber richtig. Boah. Heftig, ja, heftig. Ja, ja, beide haben nur noch ein Pokémon übrig, du sagst es. Bin mal gespannt, was du kannst. Oh, oh. Okay, oh, das ist auch schlecht auf Dauer. Es ist schlecht auf Dauer wegen der wegen dem Speziewert. Das meine ich damit. Ja, das, also gewinnen kann ich das noch. Das glaube ich jetzt nicht. So, danach hätte ich noch einmal. Ich brauche 4 Runden. Oh, der hat auch eine Donnerwelle drauf, okay. Ja, der will unbedingt anfangen, was ich auch verstehen kann. Was ich auch verstehen kann. Okay. Es ist vollständig paralysiert. Wir greifen dafür an. Geowurf. Was ist das? Ach, schwerer Treffer. Ganz schwerer Treffer. Ein schwerer Samstag. Ich darf keine Speziesenkung bekommen, eigentlich. Da war die erste. Zwei Schläge noch. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer. Zwei Schläge noch. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Boah, das kann jetzt so oder so ausgehen, echt. Es kommt auf die Paralyse vielleicht sogar am Ende an. Oh, nochmal. Ich greife nochmal an, eine Runde noch. Was geht ab? Ein guter Treffer. Ja, sehr gut sogar. Sie schenken sich wirklich nicht. Aber so langsam kommt auch bei mir wieder die Wahrscheinlichkeit hoch. Okay, er kriegt sie ab. Es ist vollständig paralysiert. Ich auch. Es ist vollständig paralysiert. Okay, eine Runde zu vergessen. Der Arena-Fight geht weiter. Volltreffer müssen einige Aussagen, wäre auch nochmal fatal. Nein, weniger fatal. Das ist fatal. Oh, das war viel. Aber wir gewinnen's. Boah, alter Chanera, du Monster. Chanera, du Monster, ey. Ich glaub das nicht. Chanera rettet mir den Arsch. Chanera noch Glurak und Elektrik aus. Ja, alter Schwede. Ein Applaus für das Chanera. Boah, Siegfried, ey, das war ein Kampf. Das war ein geiler Kampf, aber auch. Boah, da konnte man ja nur mitfiebern zum Schluss. Alter, die Paralyse hat mich im Arsch gerettet, ey, mit Chanera. Die rettet einen wirklich. Ja, jetzt kommt noch unser Rivale. Und das ist ein ganz, ganz dickes Problem. Mal gucken, was der hat. Was hat der Rivale? Das geht eigentlich noch. Turtok als Skate hat man sich hier festgelegt. Arcani, Simsala, Sandama, Magneton, Kukubai. Es geht eigentlich echt alles noch. Da geht vieles noch klar, finde ich. Hm. Kreuz ist eben nicht einfach. Boah.
Ich habe hier zwei Psycho-Pokémon. Das darf ich nicht vergessen. Zwei Psycho-Pokémon, die mir doch relativ nerven können. Ich nehme euch drei mit und hoffe das Beste. Mutter aller Schlachten. Das Finale gegen den Rivalen. Das letzte Gefecht auf dem Kreuzzug durch die Arena-Leiterburg wartet auf den Herausforderer. Das kommt mir gar nicht entgegen, das Simsala gerade. Der hat nur noch 53 KP. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ring 3 für Chimera. Ja, da kommt die Psycho nämlich. Die erste Attacke. Mitten ins Schwarze. Gleich mal erstmal ein Quit kassieren. Kaum eingeswitcht, schon mal erstmal ein Quit kassieren. So muss das. Okay. Es kann nun physischen Schlägen besser trotzen. Kannst du gerne machen. Es setzt Donnerwelle ein. Oh, es ist dass du auf den Reflektor gehst. Sie schenken sich wirklich nichts. Ja, ich gehe auf den Geowurf. Ah, der könnte auch Genesung können, ne? Was geht ab? Ein guter Treffer. Dann ist es jetzt natürlich ganz schlecht, wenn er wirklich Genesung kann. Ja, er kann auch in der Donnerwelle, okay. Was passiert jetzt? Genesung wäre ganz schlimm. Dann wird es hier ein Ausdauerkampf und zwar ein richtiger. Da kommt die nächste Psychokinese. Ja, ein Treffer. 70. Ja, natürlich. Es ist vollständig paralysiert. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Natürlich bin ich paralysiert. Er auch. Ich habe jetzt leider kein Pokémon genommen, was gut ist für eine physische... Ah gut, er hat jetzt eh den Reflektor raus. Ich gehe aber davon aus, dass fast Psychokinese ein einziger Angriff ist. Glaube ich fast. Ich glaube, dass das wirklich fast... Der einzige Angriff bei ihm sein könnte. Ja, dass er wirklich nur Psychokinese kann und nichts anderes. Das Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Ring frei für Dami. Also ich denke mal, Reflektor kann er ja, Genesung, Psychokinese und Donnerwelle. Ach komm, leck mich doch am Arsch, du mit deinem scheiß Spezi-Senkung. Beeinflusst der Wechsel. Boah! Es sind nur 10%, ey. Ja, und das wird nicht reichen. 30. Du wirst mich auch verkrüppeln. Ja, wurscht, ich will dich K.O. kriegen. Der Trainer wechselt das Pokémon. Warum? Ah, Magneton. Okay. Da macht der Switch in sogar Sinn. Ja, Magneton Spezi wird es gut. Also ich denke mal, dass alle meine drei Pokémon paralysiert werden hier bis zum bitteren Ende. Ein Pokémon wechselt. Weil Magneton wird schneller sein als der 10, ja, da bin ich mir relativ sicher. Als wenn du wusstest, ob ich austausche, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Spiel. Werden wir sehen. Donnerblitz war klar. Der war doch noch ordentlich. Wirklich gut. Es ist vollständig paralysiert. Sie schenken sich wirklich nichts. Nee, schenken tun wir uns wirklich nichts. Nächster Donnerblitz. Was nun? Das war ein Schwachsinn. Warum hat er so viel Lack gerade? Das ist Schlaf.
Bruder. Oh oh, das hat nicht funktioniert. Ich bring mich, ey, es ist... Das ist wieder sowas, wo ich da sage, Glück und Pech treffen aufeinander. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an. Klingfrei für Lothar. Verstehe ich. Es ist vollständig verrannt. Warum? Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Verdammte Scheiße, warum? Womit hab ich das verdient, ey? Und das war's. Dass immer meine Paralyse dann wirkt, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Warum trifft der Schlafbruder, wenn ich es nicht gebrauchen kann? Ein Pokémon-Wechsel steht an. Meine Fresse, ne? Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Ach, ein Erdbeben kannst du auch noch. Okay. Komm, hast gewonnen. Hast gewonnen, ey. Kannst du geschenkt haben, den Sieg, ey. Mann, ey.